Nou ja, ich spiele lieber zweimal im Jahr gegen Bayern. Aber da arbeiten wir dran. Da haben wir das Projekt hingestellt, um das Ziel aufzusteigen. Das ist noch nicht so weit, also da muss man das mal von profitieren im Pokal, im Quartfinale. Ein schönes Spiel. Und ja, wir haben natürlich, viele sagen dann, wir haben nichts zu verlieren. Ja, wir haben Halbfinale zu verlieren, das zu erreichen. Das wird schwer, aber es ist auch schön, dass man so ein Spiel machen dürfen kann gegen die Bayern. Eine der besten Mannschaften von Europa. Und wenn man sich gegen die Leute spielen dürfen, dann muss man sich schon freuen. Ja, und dass es so lebt im Umfeld, das ist natürlich klar. Ich habe schon mein Bestes getan, um die Fokussierung auf Freiburg zu halten. Das ist uns gelungen. Und jetzt können wir davon genießen, dass wir jetzt gegen die Bayern spielen. Und dann sehen wir nach dem Bayern-Spiel weiter. Jedem Erfolgserlebnis stärkt dem Selbstvertrauen. Wir sind natürlich auch defensiv herausgefordert durch die Freiburger. Wir haben einen guten Kampf geleistet. Ja, und wir mussten sehr tief gehen. Das sind wir auch. Wir sind auch tief gegangen. Und das hat uns geholfen, um die 2-0 Vorsprung zu behalten bis Ende. Ja, wir haben wenig weggegeben. Aber wir wissen auch, es muss noch besser sein als gegen die Freiburger. Und die wenigen Möglichkeiten, die Freiburger bekommen haben, das werden gegen die Bayern, wenn das richtige Chancen sein. Ja, und man muss die Bayern nicht zu viele Chancen geben. Die haben die Qualität, um die zu nutzen. Also wird noch eine bessere Leistung gefordert dann gegen Freiburg. Und dann noch ist man ein bisschen abhängig von, was die Bayern bringt. Na, was ich erwarte, ist eine Mannschaft, der glaubt an sich selbst, dass sie glaubt an ihre Mitspieler, dass sie dafür gehen, um ein gutes Resultat. Und ein gutes Resultat ist, dass wir richtig ein Pokalspiel machen, ja, und dass wir bis Ende die Hoffnung haben, dass etwas möglich ist. Und ja, dann ist es abwarten, wie das Spiel verläuft, wie lange wir den Null behalten, wie größer die Stimmung sein werde, ja, beim Umfeld, ja, und auch die Mannschaft. Und wird das Glauben auch zunehmen. Aber klar, wir spielen gegen eine Spitzenmannschaft und wir wissen alle, dass es ein schwieriges Spiel wird. Leider sind wir nicht in der Lage, um uns etwas vorzunehmen, um zu sagen, wir spielen höhere Pressung oder wir gehen defensiv stehen, ja, oder sehr tief stehen und defensiv spielen. Man wird gezwungen durch die Spielart und Weise, wie die Bayern spielen, und die Qualität von den Bayern, ja, um zu verteidigen. Das ist 100%. Das ist nicht 99%, aber das ist 100%. Ja, also werden wir auch verteidigen. Aber da, was wir probieren, wir haben einen Plan. Und in das Plan, ja, probieren wir natürlich auch, Fußball zu spielen. Ja, und dass die Bayern so schwierig wie möglich haben. Ja, und das geht auf unsere eigene Art und Weise. Ja, also ich habe nicht mal eine andere Taktik hingestellt oder so, oder andere Organisation. Ja, wir spielen von aus unserer eigenen Organisation mit den Eigenschaften, wo wir Hertha mitgeschlagen haben, Borussia Mönchengladbach mitgeschlagen haben, Leverkusen geschlagen haben. Und wir hoffen, dass wir das nochmal einmal schaffen gegen eine erste Ligisten. Aber dass wir verteidigen müssen und verteidigen spielen, das wird auch so durch die Bayern sein. Durch die Qualität von Bayern.